Was geht ab, meine Freunde? Ho, 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 ho. Jingle Bells, oh Glöckchen, Weißröckchen, wann gehst du? Hallo. Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender-Türchen Nummer 9. Und heute ist es ein richtig, richtig simples und einfaches und ja, einfach nur chillig. Also überhaupt nichts Besonderes. Ich gehe mal hier durch und dann seht ihr auch schon direkt, worum es geht. Genau. Ich zeige euch heute, wie man sich in Vanilla, ohne irgendwelche Mods oder so, die Spielerköpfe von anderen Spielern machen kann. Das ist zum Beispiel hier der Kunga. Hier, ich habe die alle mal hier. Ja, das ist der Kunga. Dann noch Mangro. Also das bin ich. Ha. Und dann gibt es noch Etho, mein geheimes Vorbild. Das ist hier der Etho. Ja, eigentlich ist es ganz simpel. Ihr braucht nur einen Befehl dafür. Ich zeige euch das mal kurz und haben hier hinten noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal ungespielt. Also ihr gebt ein slash gif. Dann, wem ihr den Kopf geben wollt. In dem Fall will ich mir den selbst geben, also Mangro. Dann gebt ihr ein Minecraft Doppelpunkt Skull. Bisschen Englisch, Skulls jetzt. So, dann eine 1, eine 3, jeweils mit Leerzeichen dazwischen. Und dann macht ihr hier diese geschwungenen Klammern. Die macht ihr, indem ihr Alt Gr, das ist rechts die Taste neben der Leertaste, und 7, also hiermit, das ist 7. Und das hier ist die 0 auf der Tastatur. Damit könnt ihr die machen. Und dann geht ihr in diese Klammern rein und schreibt dann, ganz wichtig, hier Groß- und Kleinschreibung, Skull Owner, Doppelpunkt, jetzt Anführungszeichen, das ist auch richtig wichtig. Und jetzt den Namen, ungespielt. Nicht wundern, es wird jetzt einmal laggen. So, da habt ihr es gesehen. Und hier ist ungespielts Kopf. Ganz einfach, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Befehl werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr den ganz einfach rauskopieren. Ihr müsst halt nur hier euren Namen anpassen und so. Und ansonsten war es das schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr wieder was lernen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch so zeigen soll an Minecraft-Tipps und Tricks. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.